Diese junge Dame wird uns in dieser Reihe beschäftigen. Von Anfang an die Spielweise und Skillung eines Jägers. So, Sascha, da sind wir wieder beim Lehrer. Zwei Level weiter. Für Level 30 jetzt die Zauber lernen. Und die zwei. Mal kurz antworten. Das war eine Gildeneinladung und ich kann nicht. Ich bin ja in einer Gilde, allerdings nicht mit diesem Schar, sondern mit meinem Hauptschar. Und das tue ich mir nicht eigentlich noch eine Gilde. Das gilt nicht. Und dann sollte man höflicherweise den Leuten dann schon mal schreiben, warum nicht und wie und was. Das habe ich gemacht. Und, ne? Ja. So, Sascha. Und natürlich auch alle anderen. Nee, falsche Buch. So. Wie geht's denn so, Mann? Na Mann. So. Aspekt des Wildtiers. Muss ich dir mal später zeigen, wie das hier noch funktioniert. Wildtier ängstigen haben wir schon. Nächste Stufe also. Mehrfachschuss haben wir auch schon. Verbessern. Mungobiss haben wir. Ist hier unten. Wird stärker. Totstellen ist interessant. Das kann dich um den richtigen Tod bringen. Retten also, meine ich, ne? Schön, euch zu sehen. Ja, ich freue mich auch mal, dich richtig sehe. Das ist doch nicht hässlich. So. Aspekt des Wildtiers. Aspekt des Wildtiers haben wir hier. Was? Ob bin ich denn bekloppt? Aspekt des Wildtiers, hier ist es. So. Aber das mache ich mal mit hier hin. Weil wie gesagt, ich habe das nicht so oft benutzt. Ja. Nimmst die Aspekte eines Wildtiers an, kannst nicht aufgespürt werden und unsere Angriffskraft, also meine und die des Tieres, werden um 10% erhöht. Und es kann immer nur ein Aspekt aktiv sein. Aber das ist ja inzwischen überall so. Alles ist ja alles immer nur eigentlich einmal. So, Wildtier ängstigen? Wildtier ängstigen. Muss doch hier mit drin sein. Schaut doch. So, zweite Phase. Damit er auch größere Tiere einschüchtern kannst, schon mal. Mehrfachschuss. Die nächste hier. Was haben wir da? Was hat er vorher? Achso, da steht nur, wie viel Schaden steht gar nicht drin. Jetzt. Aha, jetzt kommt 40 Schaden dazu. Vorher war nicht 40 Schaden. Vorher hat er einfach nur so. Keine Ahnung, was hat er denn vorher gemacht, wenn er, ne? Irgendwas muss er doch gemacht haben. Ne, okay. Diese Phase haben wir ja dann hiermit überwunden und sind dann bei 40 Schaden extra. Totstellen. Totstellen ist doch hier bei Überleben. Den brauchst du natürlich. Den mache ich dir hier neben das Mal oder mache ich mir neben das Mal des Jägers. Bei Totstellen, was schreiben sie? Stört euch töten. Stört euch töten, ja. Möglicherweise, ne? Das klappt also nicht, auch nicht immer. Je nachdem, wie groß oder welches Level der Gegner hat, dem du eigentlich entkommen möchtest. Wenn der zu stark ist, dann kannst du dich totstellen, wie du willst. Denn meistens sind es dann Riesen und die latschen auf dich drauf. Und dann bist du Matsch. Aber versucht hast es dann wenigstens. Das ist ja nicht schlecht. Ja, so, unser Begleiter hat, guck mal, was der jetzt auch schon alles hat. Die haben wir ja nachher, vorhin. Über vorgestern haben wir das gemacht, ja, über vorgestern, ja. Okay, Punkteverteilung. Hier. Da, hast du gesehen, da ein rein. Und dann mache ich hier ein Bein. So. Damit haben wir also mit Stufe 30, Zusammenfassung, mit Stufe 30
2 Punkte in der Belastbarkeitsausbildung bei der Tierherrschaft. Wir haben 5 Punkte in den tödlichen Schüssen. 3 Punkte beim sorgfältigen Zielen. 3 Punkte beim verbesserten Mal des Jägers. 5 Punkte bei den todbringenden Schüssen. Bis jetzt einen Punkt beim verbesserten Arkanenschuss, aber 2 Punkte vollgemacht den schnellen Tod, weil eben unser Arkanenschuss dann nochmal 20% mehr Schaden macht. Und dann als nächstes wird der Arkanenschuss selbst aufgewertet. Ja, nächster Rang 10% mehr und es läppert sich, also ist wie immer. Es bastelt sich zusammen aus vielen kleinen Sachen. Obwohl die kleinen Sachen hier langsam so Zehnerschritte annehmen. Das ist also sehr, sehr schön. Okay, das war's dann schon wieder. Will ich nicht länger stören. Dann mache ich lieber noch ein Praxisbeispiel nachher gleich. Aber dann haben wir schon mal was gemacht. Wir sehen uns dann wahrscheinlich zu. Ich sage jetzt mal wahrscheinlich zu, weil wir das mal beibehalten. Dann machen wir das alle 2 Level jetzt, damit wir da einen vernünftigen Rhythmus reinkriegen. Sonst komme ich irgendwann selber auch mal durcheinander. Was haben wir schon gelernt? Wo kann ich? Ja, machen wir das so. Alle 2 Level. Weil wir sowieso zum Lehrer gehen. Okay. Dankeschön fürs Zuschauen, für euer Interesse. Ich hoffe, das Interesse da ist. Noch weiß ich nichts. Ist ja, die Resonanz ist noch nicht da. Das kann aber, ich hoffe, dass das ändert. Schauen wir mal. Hoffen wir das Beste. Tschüss, bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao.